Das Orgelporträt. Die Kreienbrink-Orgel in Steinbach. Keine wirklich historische Orgel wird in diesem Orgelporträt vorgestellt, aber eine, die für mich, Thorsten Pirkel, ganz wichtig ist, nämlich die Orgel in meinem Heimatort, die ich seit vielen Jahren allsonntäglich und auch noch zu vielen anderen freudigen und traurigen Anlässen zum Klingen bringen darf. Den Ortsnamen Steinbach gibt es, wenn ich richtig gezählt habe, 85 Mal in Deutschland, meist in Bayern, aber auch 7 Mal in Hessen. Darunter den Ortsteil Steinbach der Marktgemeinde Burghaun im osthessischen Landkreis Fulda mit rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern. Steinbach liegt inmitten der hessischen Kuppenrhön, auch bekannt als das hessische Kegelspiel. Der Ort befindet sich auf einer Erhebung am nördlichen Rande der Rhön oberhalb des Tals der Haune, eines Nebenflusses der Fulda. Der Ort Steinbach wurde 1319 erstmals erwähnt, jedoch kann man von einer etwas früheren Besiedlung ausgehen. Im Zuge der Gebietsreform wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Steinbach im ehemaligen Landkreis Hünfeld 1972 in die neu gebildete Großgemeinde Burghaun integriert und wurde somit ein Ortsteil der heutigen Marktgemeinde Burghaun. Für das Jahr 1570 ist in Steinbach eine kleine gotische Kirche belegt. Die heutige, im Mittelpunkt des Ortes stehende Kirche wurde 1921 erbaut und 1962 durch den vergrößerten Neubau des Kirchenschiffes erweitert. 1965 erhielt die erneuerte Kirche dann eine Orgel aus der Werkstatt von Orgelbaumeister Matthias Kreienbrink aus Osnabrück. Zu Beginn erklangen zwei Renaissance-Tanzsätze, die um 1600 entstanden sind. Weiter geht es mit der Choralbearbeitung »Christe, der du bist Tag und Licht« Bachwerkeverzeichnis 1096 aus den sogenannten Neumeister-Chorälen von Johann Sebastian Bach. Ob Bach allerdings tatsächlich der Autor dieses Stücks ist, kann zwischenzeitlich nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden. Möglicherweise stammt das Stück auch von Johann Pachelbel. Thank you.
Anfänge des Osnabrücker Orgelbaus gehen zurück auf das Jahr 1790, als der Orgelbauer Anton Franz Schmidt in Quakenbrück eine Werkstatt gründete. 1841 wurde diese von dem 1793 geborenen Johann Christian Rohlfing übernommen. Unter dem Namen Rohlfing führte die Werkstatt bis 1955 insgesamt 260 Orgelneu- und Umbauten durch. 1951 trat der 1924 geborene Matthias Kreienbrink als Teilhaber in die Firma Rohlfing ein, übernahm 1955 die Werkstatt und verlegte sie 1957 nach Osnabrück-Hellern. In den kommenden knapp 40 Jahren unter seiner Leitung wurden über 500 Instrumente neu gebaut, umgebaut oder restauriert. Sein Sohn Joachim Kreienbrink, der seit 1984 in der Werkstatt mitarbeitete, übernahm die Werkstatt 1994 und hat bis heute die Werkstattleitung inne. Die Firmenleitung der heutigen Firma Kreienbrink Orgelmanufaktur GmbH liegt in den Händen von Kirsten Schweimler Kreienbrink. In den Raum Fulda hatte die Firma Kreienbrink vielfältige Kontakte. Bereits ein Jahr nach der Geschäftsübernahme durch Matthias Kreienbrink erbaute die Firma 1956 eine neue Orgel in die Kirche St. Elisabeth in Fulda. Es folgten Orgelneubauten 1957 in Bad Salz-Schlirf, 1959 in der Marienkapelle des Fuldaer Domes und sodann 1961 der große Umbau der Orgel in der Fuldaer Stadtpfarrkirche. Bis etwa 1962 baute die Firma Kreienbrink, zumindest im Fuldaer Umland, in der Regel Kegelladen mit elektrischer Traktur. Ab 1963 wurden Schleifladen gebaut, anfangs noch mit elektrischer Spieltraktur, ab 1966 dann nahezu ausschließlich mit mechanischer Spieltraktur. Die 1965 eingeweihte Orgel in der St. Matthäuskirche in Steinbach ist ein solches Instrument aus der Übergangszeit mit Schleifladen und elektrischer Spieltraktur. Dieses heute in der Regel nicht mehr gebaute Trakturkonzept hat aber noch einen direkten in Steinbach zu suchenden Grund. Denn der Ort ist in der Region als Sängerdorf bekannt. Ein Kirchenchor und zwei bis heute starke Chorvereine brauchen Platz, wenn sie mit teilweise über 100 Sängerinnen und Sängern zur Gottesdienstmitgestaltung antreten. Der freistehende Spieltisch steht ganz vorne an der Emporenbrüstung, um 90 Grad zur Orgel versetzt mit Blick zum Dirigentenpult, sodass eine Orgelbegleitung der Chöre komfortabel möglich ist. Hören wir 5 Versetten über den alten Pfingsthymnus Veni Creator Spiritus von Peter Planiewski, dem 1947 geborenen langjährigen Organisten des Wiener Stephansdoms.
Die 1965 erbaute Kreyenbrink-Orgel der St. Matthäuskirche in Steinbach hat 19 Register auf 2 Manualen und Pedal. Nicht nur die technische Anlage mit elektrischen Schleifladen, sondern auch die Klanggestalt ist typisch für die 1960er Jahre im Fuldaer Raum. Die Manuale haben den üblichen Tonumfang vom großen C bis zum dreigestrichenen G. Basis im Hauptwerk ist der Prinzipal 8 Fuß. Dazu treten die Register Rohrflöte 8 Fuß, Oktave und Gemshorn 4 Fuß, Nachthorn 2 Fuß, eine vierfache Mixtur und eine Trompete 8 Fuß. Das Unterwerk enthält 6 Register, nämlich Holzgedackt 8 Fuß, Blockflöte 4 Fuß, Prinzipal 2 Fuß, eine Siffflöte 1/1 Fuß, ein dreifaches Scharf und eine dreifache Sesquialter, die, und das ist ebenfalls typisch für den Orgelbau im Raum Fulda in jener Zeit, zusätzlich zu Quint und Terz noch eine Septimenreihe enthält. Das Pedal, das bis zum eingestrichenen F geführt ist, besitzt Subbass 16 Fuß, Prinzipalbass und Pommer 8 Fuß, einen Choralbass 4 Fuß, ein dreifaches Oktavkornett sowie eine lieblich Posaune 16 Fuß. Dazu kommen die 3 Normalkoppeln, ein Tremolant und seit 2005 ein Zimbelstern, den der örtliche Sängerchor Harmonie gestiftet hat. Wie gesagt, sie ist kein herausragendes, aber ein grundsolides Instrument, unsere Kreyenbrink-Orgel in Steinbach, und sie erträgt seit vielen Jahren alle meine musikalischen Launen, wofür ich ihr ausgesprochen dankbar bin. Abschließend möchte ich noch ein Stück meines früheren Lehrers Ludger Heskamp vorstellen, die Choralbearbeitung über »Ihr Freunde Gottes allzugleich«. Dieses Lied wird im Bistum Fulda auch mit dem auf den heiligen Bonifatius bezogenen Text »Du Bote Gottes ausgesandt« gesungen. Das Stück ist stilistisch an Bachs Orgelbüchlein angelehnt. Wir jungen Musiker haben solche wirklich gut gemachten und durchaus anspruchsvollen Stilstudien geliebt, und wir haben dann natürlich versucht, dies nachzuahmen.